Moin Freunde, zu einer neuen Corner. Es ist endlich wieder soweit. Wir sitzen hier im wunderbaren Köln, ja, und ich habe einen fantastischen Gast bei mir. Ja, ich habe Hugo am Start, Alter. Hugo, bist du drauf? Ich bin gerade erst aufgestanden. Wie spät haben wir es? Weiß ich nicht. Jetzt müsste es so um 10 sein circa, ne? 10.15 Uhr ist mein Predict. Was hast du gemacht hier? Ich war im Placement. Für ein Placement hier in Köln? Microsoft Event, ja. Geil, geil. Und wie war's? War gut. War okay. Geil, geil, geil. Minecraft haben wir schon ein erstes Thema. Das ist eigentlich so ziemlich dein Start gewesen, ne, mit allem? Ja. Wann hast du eigentlich angefangen? 2014. 2014, aber ja. Dann mit YouTube und so. Ja, mit YouTube. Ich mein, Bro, wie alt bist du jetzt? 20. 2014, 20. Digga, bist du 2003er Baujahr. Ja. Boah, Alter. Boah, du hast mit 11 angefangen? Ja, Bro. Digga, alle. What? Alle du hast YouTuber... mit 11 angefangen? Ja, natürlich. Na, Digga. Das ist aber average, glaube ich. Never that. Doch, Digga, wenn du die ganzen Leute, Digga, Gomme, Unge, wenn du die alle siehst, dann wirst du das selber machen. Aber mit 11? Ja, ja. Ja, aber... Okay. Doch, 11 ist, sage ich, average, Alter. Wann haben denn Celtics und Farbe und so angefangen? Auch. Na, doch nicht mit 11. Doch. Never. Doch. Die ganzen Clips, so Farbe gebannt wurde wegen Rassismus oder sowas. da war der auch irgendwie jung. Meinst du? Doch, die haben alle, das ist so. Also bei den Mindshift-Leuten weiß ich, dass die meisten früh angefangen haben. Aber war das dann auch bei dir so Hive-Zeit und solche Sachen? Ich war nie in SG richtig drin, also Survival Games. Ich hab immer, kennst du wahrscheinlich UAC? Doch klar, UAC. Ja, kennst Ultra, du? Ultra Hardcore, ja klar. Hey, ich bin auch alter Minecraft-Atze. Hey, ich bin alter Minecraft. Ja, du hast kein UACs gespielt, sage ich. Nein, ich hab mit, zwischenzeitlich doch, mit Karl habe ich so ein bisschen UAC gespielt. Nee, Karl, doch, ich mit Karl und Karl hat kein UACs mit Karl und Knuspertus, doch damals. Ja, auf jeden Fall habe ich da, also ich war dann, da weißt du, was wir da gemacht haben? Wir haben Wichtiger in der Lobby weggerackt. Wichtiger? Ja, klar. Hä, wo? Der war auch immer am Start. Wichtiger ist auch schon voll lang dabei. Hä, Wichtiger hat aber nicht mit euch gespielt. Nein, den haben wir weggewichst. Ja, Wichtiger, wann habt ihr den gespielt? Der war doch flüssig da. Nee, ich habe mit Karl richtig viel gespielt, so um 2016 rum. 2016, ja, Digga, da gab's kein Wichtiger. Nee, ne? Nee. Aber die ganzen anderen Minecraft-Gestalten. Ja, aber ich hab nur nie richtig Survival Games, nur immer ganzen Tag UHC. Nur UHC? Ein UHC geht immer so, wenn du halt überlebst, eine Stunde. Wie viel, was würdest du sagen, wie viel Spielzeit hast du in Minecraft? Bruder. Schätzungsweise. Ich hab geguckt auf Twitch, die Minecraft-Zeit, wo ich gestreamt habe, die ist 15.000, glaube ich, 15.000 Stunden. Auf Twitch. Nein. Und ich hab viel, viel, viel mehr Minecraft gespielt, als ich noch nicht gestreamt habe. Heißt, ich hab locker, ich sag 40.000 oder so. Ja, ich meine, guck mal, YouTube dann mit 14 angefangen, wann bist du auf Twitch gegangen? 17? Ich hab das erste Mal gestreamt auf Twitch 2016, glaube ich. 2016? Bruder, warst du sogar vor mir noch. Aber inaktiv. Ich habe da 2-3 Wochen gestreamt, dann wieder 3 Monate Pause und dann... Digga, ich habe das so dunkel in Erinnerung. Warst du nicht auch mal bei so einem... Als Simon auf Twitch gestreamt, da warst du nicht auch mal kurz bei so einem Projekt dabei? Wow, warum weißt du das? War das nicht dieses Minecraft Luro oder wie das heißt? Ah, du meinst Suro? Nee, nicht Suro. Liro. Liro. Kennst du das? Ja, ja. Alter, ich weiß, dass du dabei warst und... ich weiß nicht, was das war. Ja, das war der Twistpunkt bei mir. Ich war Viewer bei Simon. Mhm. Und da hat er so ein Projekt gemacht, wo man irgendwie auf so eine Insel kann. Jeder Streamer hat irgendwie so eine eigene Insel. Aber nee, das war Piro dann wieder. Nein, es war nicht richtig Insel, aber so Welt. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber nee, es war schon, das ist Liro. Und dann konnte ein Viewer rein. Ja. Oder, wenn man irgendwie und den Slot hast du bekommen damals. Ja. Aber du wolltest den wieder abgeben, ne? Warst du was? Ja, warte, also ich hab da irgendwie meine Nachricht war, also man musste irgendwie so eine Nachricht schreiben, dass der dann irgendwie guckt, okay, wer kommt rein? Ich hab irgendwie geschrieben, ich zerschlitze alle mit meinem Dolch oder so, keine Ahnung, richtig oh scheiße. Gott, Digga. Aber der kannte mich halt auch schon vom Chat, weil ich im Chat aktiv war. Ja. Und hat dann mich gepickt, dann hab ich mitgespielt, aber ich hab das halt auch dann selber gestreamt. Und ich hatte dann halt auch dadurch Viewer. Ich hatte, glaube ich, 100 bis 200 Viewer da. Oh, ja, das war richtig krass damals.
Also der Zeit war heftig. Das müsste wirklich so. Das war 2016. 2016? Ja. Das war, als ich angefangen habe. Digga, crazy. Ja. Und aber hast du da schon mit Facecam gestreamt? Nein. Nee, in der Facecam Bursche, war du dann. Du hast dich ja ultra spät erst geleakt, oder? Ja. Das war doch damals, war auf Madeira mit Simon auch. Das war letztes Jahr. Letztes Jahr erst? Ja. Letztes Jahr bin Nein, ich. Bist du nicht schon länger? Letztes Jahr bin ich heimlich nach Madeira gegangen, ohne irgendwem zu sagen, und hab mich da geleakt mit Simon Unge. Und ist das eine Entscheidung, die du, keine Ahnung, würdest du sagen, du bereust das oder war das eine gute Idee? Es war, für, damit ich mehr Content machen kann, war eine gute Idee. Ja. Aber ob ich es bereue, das sehe ich erst in 5 Jahren. Okay, check ich. Ich meine, du warst ja lange, lange ohne Facecam unterwegs. Meinst du, dieses so Face-Reveal hat dir auch irgendwie geholfen, so größer zu werden? Also meinst du, es war für dich ist ein krasser Unterschied also gewesen? Als ich mich gezeigt hatte, hatte ich 14.000 Viewer bei dem Leak-Stream. Danach die zwei Danach-Streams auch über 1.000. Das war für mich dann halt so Game-Changer. Das war krass. Dann hätte ich aktiv weitergestreamt, hätte es geholfen. Aber letztes Jahr war ein bisschen Scheißjahr, weil ich da mit einem Mädchen geschrieben habe und wir dann auch uns getroffen haben und so. Ja. Aber das, also warst du deine Freundin dann? Das ist nochmal ein ganz schwieriges Thema und anderes Thema. Okay. Aber ich mach Kurzfassung. Ja. Im Endeffekt bereue ich es komplett. Ja. Und aber andersherum nicht, weil, also das ging dann das ganze Jahr, aber ne, bla bla, das will ich jetzt nicht mehr sagen, aber dann irgendwann Schluss. Ja. Und da hat man immer diese, ne, da ist ja erst noch traurig. Ja, klar. Aber dann hat man diesen Single-Arc und dadurch. Und da ging es richtig los. Dann ging es richtig los, weil dann habe ich wieder so, also ich habe da richtig inaktiv gestreamt, als ich mit der da irgendwie mich immer getroffen habe. Ja. Und dann kam der Single-Arc, dann habe ich diesen Sellout-Stream gemacht. Ich habe nachgeguckt, über 70 Tage. Ja, ne? Ja, ist mittlerweile auch nichts mehr, weil jeder hier irgendwie 200 Tage streamt. Ja, aber ich finde es trotzdem, ich könnte nie, also so dieses Sabaton-mäßige, Full Focus, so einfach, ich könnte das nicht mal eine Woche. Mittlerweile schon, Bruder, mittlerweile kannst du einfach sagen, yo, Digga, ich habe Arzttermin, ich bin kurz weg. Ja, Digga, hast du, Coco Boss kennst du, ne? Ja. Digga, guck, weißt du, wie der seine Sabatons gemacht hat? Wie? Der ist so saufen gegangen. Hä? So, dass du den Stream laufen lässt. Ja, Stigi ist ja auch schon fast so eigentlich. Digga. Ja, Stigi ist doch wilder. Stigi lässt einfach nur laufen. Bruder, ich war in Köln, wegen Gamescom, bin zurückgefahren, war in der Raststätte, wollte den Stream schauen. Ich komme gerade rein, da steht irgendwie frisch seit 3 Minuten, yo. Bin kurz weg, Nachbar schiebt Stress, ich muss kurz regeln und so. Ja. Ich warte, nichts kommt. Ich fahre nach Hause 2 Stunden, ich guck wieder rein, steht immer noch da. Ich geh schlafen, ich stehe auf, steht immer noch da. Nein. Der hat sich einfach mit die Lara getroffen, Digga. Aber das ist. Ach, das war das, Digga. Ja, das war das. Ja, ja, oh mein Gott. Ups. Bruder, alles gut? Mach Digga, hab ich kaputt gemacht. Wir haben ein neues Mobiliar, pass auf, Digga. Ja. Mach nicht kaputt direkt. Nee, da ist nichts. Nee, ist gut, oder? Jo. Ansonsten musst du da nochmal mit dem Gaffer ran oder sowas. Ja, passt. Geil. Nee, du bist dann auch vermehrt in so Craft Attack aufgetaucht und so? Ja, Crafting 9 bin ich das erste Mal reingekommen, nachdem ich 4-mal rausgevotet wurde. Bruder, ich wurde auch einmal rausgevotet. Wie oft? Beim ersten. Du musst einmal, weil musst du rein? Wann bin ich denn dabei bei Craft Attack? Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, das erste Craft Attack war, glaube ich, Craft Attack 8. 8 oder 7? Nee. Warte, wann welches kriegen wir jetzt? Das 11.? Das 11. Letztes Jahr war 10, dann war 9, dann war 8. Aber 10, glaub, 10 war dann Hype Craft Attack, oder? 10 war Hype Craft Attack, ja. Ja. Dann das davor. 9 war Fell of the Grounds. Ja, stimmt. 9 habe ich auch nicht gespielt. 9 war Arsch. Digga, ich glaube, ich war ab 7 dabei. Ja, kann sein, ja. Ab 7 war ich 7 dabei. 7 war Trimax 9. Aber ich habe auch... Ja, genau. Ich glaube, zu dem kam ich rein. Ja, dann war 7. Und ich wollte schon zu 6 rein, aber 6 hat es nicht gereicht. Also ich hatte mehr Ja's als Nein's, aber hat es nicht gereicht. Und dann zu 7 kam ich rein.
Digga, und 7, ich sag dir ehrlich, das war auch wilder Akt. Das war noch mit Klim und Rotpilz, ja, Alter. 7 war auch krass Crafting. Das war ein wirklich gutes Crafting. Ja, 7 vor allem, weil wir so die ganzen Portale hatten und so. Da bin ich auch die ganze Zeit gestorben. Portale? Wir hatten so ein Portal-Hub. Das haben Klim und Rotpilz gebaut. Ja, ja, ja. Digga, das sah ultra geil aus. Ja, ja, check. Das war ultra, ultra fett. Nee, aber dann ging dieses ganze Craft-Attack durch. Wie hat sich das quasi für dich... Guck mal, wie hat sich das für dich angefühlt, wo dann auf einmal so war, okay, du streamst jetzt quasi oben mit. So, du hast die Big People ja, um dich herum. Also, das war ja gegen Sellout. Ja. Hab ich überhaupt nicht gerafft, weil ich die ganze Zeit nur im Stream war. Ich hab's erst gerafft nach dem Sellout-Stream, als er vorbei war. Wie huge das eigentlich jetzt alles so gegangen ist. So. Ja, und dann, ja, aber, also, ne, Sellout plus Crafting war halt Schub. Mhm. Und dann kam No Food Challenge. Das kam ja auch noch ein richtiger Schub. Und dann direkt danach kam Edeltour. Und das war dann nochmal ein Schub. Digga, aber das ist ja. Ich glaube, das war so ein Arc. Ich meine, das war ja so. Vor welcher Zeit reden wir? Anfang des Jahres so, ne? März war das. Ja, März circa. Digga, und das war ja für dich kompletter Boost. Digga. Wie hat sich das so aufs Real Life quasi übertragen? Also, wie war das so. Für dich, wo du dann mehr erkannt wurdest, wo du draußen eher schlechter rumlaufen konntest? Ja, in Luxemburg ist es nicht so schlimm. Ich merke es immer nur, wenn ich hier in Köln bin oder so. Echt, aber ist es so in... Wie ist so die Resonanz in Luxemburg? Hast du noch so alte Schulkameraden oder sowas, die halt irgendwie kommen? Gar keiner? Also ich hatte, ne, als das da alles hochging, ja, hatte ich den einen oder anderen, der dann in die DM reingekommen ist. Ja, ja, klar. Kenn ich auch. Ja, weißt du noch, damals. Ja, ja. Ey, wir zwei, lass dir was machen und so. Ja, ja, klar. Aber ja, juckt. Also, nee, also ich habe jetzt nicht so richtig mit irgendwem Kontakt von damals. Aber ich habe so keine Meinung über Luxemburg. Wie ist Luxemburg? Ist es geiler als Deutschland oder schlechter als Deutschland? Ich gehe nie raus. Nee? Aber da ist halt keiner. Ist tote Hose, ne? Digga, da bin ich alleine, Bro. Ehrlich? Ja. Aber willst du irgendwann... Du hattest doch mal den Plan, irgendwann mal nach Köln zu ziehen. Ja, das... Steht noch, Madeira. Oder? Hä? Gehst du nach Madeira? Madeira. Ich hab die ganze Zeit überlegt, jetzt, wo ich hier wieder in Köln bin, habe ich wieder Bock auf Köln. Ja. Aber ich glaube, es ist für mich auf jeden Fall... Ich glaube, es ist besser, wenn ich erstmal mindestens ein Jahr nach Madeira gehe. Wenn ich dann keinen Bock mehr habe, gehe ich einfach. Mach doch so 50-50. Ja, du machst so Herbst, Winter, machst du so Madeira und Sommer kommst du nach Köln. Ja, das ist auch smart, aber ich war es genau umgedreht. Ehrlich ich jetzt? Winter, warum? Weil ich mag Winter. Magst du Winter? Ja, ich liebe Ehrlich? Winter. Ich mag es, wenn die ganzen Autos so scheiße gefroren sind und alles und vielleicht ein bisschen Schnee kommt, vielleicht auch nicht, wenn es regnet, wenn es richtig schnell dunkel wird. Ich mag das. Ey, Digga, also ja, ich fühle dich so, ich find's, ja, ich find's okay, ich find's nicht so schlimm. Ja, du bist so einer, der so rausgeht und so, ja, ja. Aber ich nicht. Nee, du, ja, okay, dann ist es auch egal eigentlich. Ja, dann ist, nee, weil du fühlst dich ja nicht mehr so scheiße. Ja, wenn man rausgeht oder wie meinst du? Nee, du fühlst dich nicht mehr so scheiße, wenn du gestern nur drin bist. Und es ist so cozy, es ist richtig kalt, du nimmst dir so Decke mit so Kakao, Digga. Das ist geil. Bist du eine kleine Kakaomaus? Ja. Echt? Kakao überall. Machst du dir jeden Tag Kakao? Nein, Bro, what the fuck? Ja, was ist echt? Nein. Das ist richtig schlimm, mehr wie so Alkohol. So jeden Tag Kakao trinken. Nein. Nee, wenn ich. Achso, hin und wieder mal? Wir haben so Kakao-Tabs, die man sich so in so eine Kaffeemaschine reinmacht. Ja. Und der ist halt krass. Aber halt, ja, also nur wenn es wirklich. Weihnachtszeit wird, mache ich das aktiv. Außer ich bin irgendwie in einem Restaurant oder so und bestelle da Kakao früh. Aber das mache ich auch gerne. Mal so einen Kaffee setzen und so Kakao trinken. Ja. Meinst du, wichtiger Kakao mitgebracht? Hast du nicht? Bist du jetzt gerade hinter der Kamera? Oh, wichtiger. Oh, Alter. Oh, Saft, gib mal. Dankeschön. Oh, scheiße. Warte mal. So. Digga, was bist du für ein Freund? Stoß doch erstmal an. Stößchen, zack. So, geht weiter. Wir mussten die eine oder andere Maßnahme kurz mal vornehmen. Nee, wo waren wir stehen? Du bist eher so wirklich der Wintertyp. Ja, safe. Ja, und halt, ne, Winterurlaub. Snowboard fahren. So, echt?
Ja. Ich schwör bei Gott, ich fahr noch nie im Winterurlaub. Bin noch nie Ski gefahren. Digga, Opfer. Weißt du, ich. Oder muss man das aufschneiden? Nein. Oh Gott. Kurz, ganz kurz. Ich habe noch nie, pass auf, das ist jetzt mein Take. Ich kenne Skifahrer, ja, nur aus dem Fernsehen. Ich habe noch nie Skifahrer in echt gesehen. Ach so, als, ja. Ja, ja, ich war noch nie zu Winterzeiten in den Bergen oder so. Gibt es Berge in Luxemburg? Kann man in Luxemburg Skifahren? Nee, also, oder? Wir sind ja vor ein paar Tagen mit Crocs, haben wir versucht, quer durch Luxemburg zu gehen. Haben es aber nur von der rechten Seite von Luxemburg bis zur Mitte geschafft, Stadt. Ja. Und der rechte Part, da gibt es keine richtigen Berge, aber das ist schon hügelig auf jeden Fall. Aber da kann man jetzt nicht großartig Skifahren. Nein, da kann man überhaupt nicht Skifahren. Ja, aber wie bist du denn, also seid ihr dann irgendwie nach Österreich Vater, gefahren oder was? Der ist immer Ski gefahren und dann immer Österreich. Ach, krass. Damals habe ich angefangen mit Ski und dann irgendwann hatte ich Bock auf Snowboard, also ich kann beides fahren. Digga, hart. Ja? Hart, weißt du, bei uns war nur, keine Ahnung, wir gehen an den Strand oder sowas, weißt du? Ja, Strand war ich actually, ich glaube vor kurzem, ich war dieses Jahr, habe ich Urlaub gemacht in Barcelona, weil Kevin da irgendwie war und meinte, es wäre geil. War geil? Und das war der erste Strandurlaub für mich. Ach, ehrlich? Der erste Strandurlaub, wo wirklich so Sommerstrand ist. Ich war einmal in Belgien, aber da war halt überkalt. Ja, okay, Belgien. Ja, Belgien ist doch kacke, oder? Ja, ist auch scheiße. Ja, und was, guck mal, jetzt beispielsweise Edeltour. Das war doch, also Skandinavien ist doch geil, oder nicht? Ja, war halt kein Strandurlaub. Ja, das war ja auch Winter, also war überall Schnee. Was war das weiteste weg, wo du mal warst? Japan. Stimmt, du hast Japan gemacht, ne? Das war doch so, wo es. Da haben wir uns doch gesehen bei diesem Trimax-Fußballspiel. In Japan? Nee. Ich geh wirklich tot. Nee, ich glaub, das war kurz davor. Da hatten wir schon drüber geredet, ob wir Podcast machen. Ach so, ja. Und dann meintest du, nee, bist jetzt voll viel am Urlaub machen. Du warst so, Bruder, mein Gott, du hast gesagt, Bruder, ich war in Japan nicht für Urlaub, Bro. Bruder, du hast gesagt, oh, Bruder, ah, ich muss nach Barcelona, ich muss nach Japan. Nee, ich hab... Hey, wie lange warst du denn in Japan? Ich hab dieses Jahr einmal Urlaub gemacht, das war Barcelona. Ja, und wie lange warst du in Japan? 10 Tage. Aber das war... Er sagt, er fährt Japan 10 Tage nicht für Urlaub. Nein, Bro, Japan war kein Urlaub. Ja, jeden Tag. Japan war Horror-Trip, Bro. Warum? Digga, wir haben nichts richtig geplant und wir haben uns komplett überschätzt, weil wir haben jeden Tag gestreamt, ja. Aber was ich erst danach gecheckt habe, als ich in Japan dann war, Digga, die Zeitzone, Bro, die ist ja da anders. Ja? Ja, Bruder, ja. Also. Ja, aber das Ding ist, als wir 18 Uhr hatten, ja. War bei euch 11 Uhr. Ach so, und du musstest das so teilen mit den Streams? Ja, ich konnte halt erst mindestens ab 18, weil dann baue ich 11 ist, aber 11 ist ja auch scheiße eigentlich. Ja, ist auch tote Hose in und Japan. Und das Ding ist, in Japan ist halt alles zu ab 19 oder so. Richtig scheiße. Ist ja ultra dumm. Ja, richtig scheiße. Ist ja mega dumm. Vor allem Tokio, Digga. Ich dachte, da ist irgendwie so Nightlife-Shit, aber da ist nichts. Ist nichts, ne? Nee, und dann haben wir, ja, da war immer ein Problem, yo, was machen wir? Die Streams aber dann, jetzt wo ich zurückschaue, war die eigentlich cool. Mit wem warst du da? Mit einem Online-Freund. Ah, okay. Kennt man? Nee. Nicht mit Wichtiger, oder? Nee, mit einem Online-Freund, der macht keinen Twitch oder so. Na, Wichtiger hätte ich auch nicht mitgenommen. Ja, zu dem Zeitpunkt war der 17, Bro. Stimmt! Wichtiger, bist du mittlerweile 18? Digga, ja. Podcast wird Wichtiger. Wann hast du Geburtstag? 16. September. Hä, alles Gute nachträglich, Bruder. Digga, vor kurzem wär's. Stark. Und da haben wir noch in Japan auch... vor den Streams, ja. Die ganze Zeit, also wir haben jeden Tag anderes Hotel gehabt. Aber warum? Für Content. Wie da haben wir Content? Gevloggt auch. Also ich, Digga, die Videos kommen alle noch. Aber warum geht ihr denn jeden Tag in ein anderes Hotel? Ja, für Content. Wir waren in einem Röhrenhotel, wir waren in so einem Designhotel, wir waren in dem reichsten Hotel, was es da gab. Im reichsten Hotel? Ja, das hat die pro Nacht 900 Euro. Aber das Hotel war Portokasse, krass. Nicht schlimm. Ja. easy buddy. Ja, du hast den Tesla gezogen. Ja. Ich hab Gerücht gehört, dass du den kaputt gefahren hast. Nee, Bruder, das war Gerücht. Stimmt nicht? Nee.
Ja, oder ich was bin hast kaputt du, was hast du mit dir gemacht? Ja, ich hab, vorne rechts habe ich eine Schramme. Oh, und hinten habe ich eine fette Delle, weil ich in den Schild reingefahren bin. Oh nein, aber, der ist, aber du hast den noch. Ja, ich hab den noch. Der aber, hat nur eine Delle und eine Schramme. Aber bist du, Digga, bist du mit ihm hier? Ja. Hä, edel. Der ist gerade unter uns. Ehrlich? Ja. Digga, krank. Krank. Digga, was zahlst du für einen Tesla in Luxemburg? 60.000. Das geht aber. Ja, Digga. Ja, ja, aber, geht, aber habt ihr in Luxemburg diese, ich weiß, das haben, in Deutschland haben wir so eine Energieprämie. Ja, die kriegen wir auch in Luxemburg. Ja? Ja. Wie viel ist es? 8.000. Ach, Digga, ihr kriegt mehr als wir. Bei uns ist, glaube ich, 6.000 oder so. Weil Luxemburg hat auch Euro. Ja. Ja, ja. Nee, ich muss gerade überlegen, ich war mir gerade nicht sicher. Hä, aber nee, ich glaube, wir kriegen weniger. Ich glaube, bei uns war 5 oder 6.000 Umweltprämie. Nur bei uns 8. Digga, Luxemburg sowieso, aber auch weniger Steuern allgemein, oder? Das denkt jeder. Das ist Fake, Digga. Hä? Ich dachte, so. War immer. Oder habt ihr weniger Gewerbesteuer? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Hälfte meines Geldes verliere. Warum? Keine Ahnung, aber ich Hälfte? Verliere. Ja? Digga, weißt du, wo ich sauer war? Adi Totoro, ich hab mit Adi Totoro gequatscht, was der an Steuern zahlt. Ja, der wohnt in der Schweiz. Bruder, nix. Null? Na, gefühlt. Ja, okay. Digga, der zahlt, aber ich habe auch überlegt, ob ich Schweiz gehen soll. Ich glaube, er zahlt 15% oder so. Ja, aber Bruder, Schweiz musst du auch überlegen. Die zahlen zwar, weniger alles. Steuern, aber die haben halt viel höhere Lebenshaltungskosten. Ja, check die, check. Oder gehst du Aldi, holst du so Croissant und irgendwie Eistee. 50 Euro. So, ja. So, Bruder, das ist so teures Leben da. Ja. Da dachte ich mir auch, ich war mal einmal in der Schweiz und da dachte ich mir, da war ich mit, weißt du, mit wem ich in der Schweiz war? Mit Felix von der Laden, Bruder. Digga, hä, warum bist du mit denen da? Ja, ja, ich war mit denen in der Schweiz und mit Herr Bergmann und so und mit Izzy, weil wir sind so Hot Rod gefahren. Ja. Wir waren auf so einer Hot Rod Tour. Das müssen wir eigentlich mal machen. Was ist das? Das sind so Mini Hot Rods. Was ist Hot Rod, Bro? Ich kenne nur Hot Dog. Digga. Pass auf, es sind so kleine, ist wie so ein Go-Kart. Ich muss dir das nachher zeigen. Es ist wie so ein Go-Kart, du setzt dich da so rein. So Mario Kart-mäßig. Ja, ja, so Mario Kart-mäßig. Ah, ja, okay, und damit haben wir so eine Tour gemacht. Und ich war da so für 3 Tage so mit dabei. Und das war in der Schweiz auch. Ja, du warst ja schon mal in der Nähe von Bergen. Ja, ja, ja. Aber das war so Spätsommer, ja. Ja, checkity check. Aber das war ganz geil. Was, wo willst du noch hin? Ja, Japan habe ich abgehakt. Aber nochmal nach Japan ohne Stream. Ohne Stream, ohne Ärger. Ja, weil dann ist Japan über. Also ich habe jetzt, also ne, damals wollte ich wirklich schnell weg von Japan, weil das. Ehrlich, hat sich Schnauze voll. Das war, Digga, das war Horror, Bro. Mhm. Das war, Alter, das war geisteskrank. Aber wart ihr nur in Tokio oder wo? Wir waren auch nur in Tokio, das war auch scheiße. Ja, müssen also, mehr machen, glaube ich, oder? Tokio war geil, aber wir hätten switchen sollen. Ja. Aber ich auf Japan auf jeden Fall nochmal. Und dann noch mehr halt was gucken und. Ja, Hugo, Bruder, wir fahren mal nach Japan. Wir machen mal Japan-Urlaub. Hast du Geld? Ich hab, weißt du, wie viel ich ausgegeben habe für Flug? Sag. Was Rate? 2.000. Nee. Ich hab für beide bezahlt. Für beide Flüge? 4.000. Also nee, also hin und zurück und noch von einer anderen Person. Oha, dann 8.000. Ja, okay, das ist 10.000. Nein, Digga, hat die Business Class geflogen? Nee, Bruder. Wirklich? Doch, wir sind. Ja, okay. Bruder, wenn ihr Business Class fliegt, dann ist ja klar. Aber fürs Video natürlich. Ja, 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 obvious. Schön auf Steuer. Ja. Nee, aber krass. Nee, aber ich glaube, sonst, was hast du sonst für einen Flug nach Japan? Normal Economy. Nee, ich glaube, wenn du normal dahin gehst, 1500, 1300. Aber hin und zurück. Ja. Ja, geht doch. Ja. Ja, lass nach Japan, Bruder. Okay. Nehmen wir Rezmann mit. Will der nach Japan? Bestimmt, Rezmann will immer Urlaub machen. Wir nehmen Rezmann mit. Ist ja gerade im Urlaub, ne? Ja, ja, er ist gerade Dominikanische Republik. Oh, mein Kopf tut weh, aua. Warum, was ist los? Nee. Hast du die Mütze zu eng geschnallt oder was war? Nein. Aber alles gut, ja? Ja, alles gut. Mein, du hast ja in letzter Zeit, hast du ja auch, beziehungsweise... Gesundheitsprobleme. Ja, genau, genau. Ja. Hast du ein bisschen mehr so zurückgezogen und bist aus diesem Sabaton-Grind raus? Oder diesen Daily-Grind, ja, Sabaton, raus? Also eigentlich habe ich geplant, dieses Jahr nochmal einen Sabaton zu machen. Boah, Hugo, Digga. Ja, aber ich... Mach nicht. Ja, pass auf. Ja. Ich sehe ja, auf Twitch ist gerade Sabaton komplett. Ja, jeder macht Sabaton. Digga, ich mach's nicht mehr, weil alles machen.
Und die, die es dann machen, die waren es ja nicht mal richtig dann. Ja, und, weil die, ja, und dann Digga, hast du halt Romatra, dann Bro. Hast du halt Stegi. Ja, da hast du einen Stegi, da hast du Romatra. Wieso kein Frontdance, kein Frontdance. Hat Romatra auch Sabaton gemacht? Romatra hat jetzt gerade Sabaton und war ja... Der du war du warst mit dem Döner essen, ne? Vergessen mit dem Döner. Ja, Digga. Hä? Und dann macht er, dein Stream lief die ganze Zeit. Ja, der lief, der läuft. Nein. Doch. Digga. Also, ja, aber das ist auch so no reason. Ist doch egal, dann kannst du den Stream auch ausmachen. Ja. Aber ja, deswegen mache ich, also deswegen will ich jetzt auch keinen mehr machen. Ja. Und ich habe ja heute auch Pause, weil ich heute gebannt wurde. Was passiert? Kennst du Ome? Oh nein. Ja, das sag mir bitte nicht, du hast Ome gestreamt. Also Ome, wer das nicht kennt, das ist so, keine Ahnung, die Leute von früher so Chatroulette. Es gibt bestimmt auch andere fantastische Anbieter. Aber Ome und Chatroulette waren immer so das Ding. Und da kann man so mit random Leuten einfach so Video chatten. Ja. Ja. Also dann und du hast einen erwischt, du hast im Stream einen erwischt, der einen dicke Flash. Ja, also ich wusste, dass Ome verboten ist. Und da hast du es gemacht, aber. Pass auf, dann habe ich das in OBS so zusammengeschnitten, dass man nur den Videocall von dem sieht, mit dem ich gerade rede und mich. Ja, das ist ja gerade falsch. Und hab dann gesagt, yo, Discord-Call. Okay? Und dann hat Twitch sich das angeschaut und normalerweise, wenn man Ome streamt, kriegt man nur eine Verwarnung. Aber dadurch, dass ich gelogen habe und gesagt habe, dass es Discord ist, habe ich einen Bann bekommen. Digga, das ist... Ich glaube, Hugo, und nimm das nicht persönlich, ich glaube, das ist der dümmste Banngrund, den ich je gehört habe. Boah, nee, da gibt's safe noch... Bruder, nee, Bro. Das ist schon hart. Was? Ja, da gibt's... Also im Sinne von dumm, im Sinne von lost. So. Ja. Also dafür so ein Bann zu kassieren, ist, ja. Ist so no reason. So, warum denn? Ist das scheiße? Hä, aber und dann, was ist für ein Tag? Für einen Tag? Ja, ist ja juckt, ja. Ja, juckt, Digga. Juckt, bist du eh hier. Und ich mach eh pro Woche ein Off-Day, heute ist der Off-Day. Ja, ist Off-Day, oder? Ja, Digga. Also, ich mach mir die Corner, Digga. Ja, ist ja völlig crazy. Aber wie ist gerade bei dir mit gesundheitlichem Stand? Weil es ist ja jetzt in letzter Zeit sowieso häufiger gewesen bei verschiedenen Streamern, dass sie halt sagen, hey, yo, ich zieh mich so ein bisschen zurück wegen... Mental und allem. Wie ist es bei dir gerade? Ja, ich hatte Herzprobleme, die sind aber mittlerweile wieder weg. Ja. Weil ich ein bisschen gechillt habe. Aber hing das auch so ein bisschen mit deinen vorherigen, ich sag mal... Nee, also Herz, ich war extra so Herzarzt. Ja, Kardiologen, ja. Ja. Der meinte wegen Stress. Also ich habe auch mit dem ganzen Scheiß zu tun, so deswegen. Ja, der meinte wegen Stress. Und ich hatte ja Aneurysma im Kopf. Ja. Das wurde ja eigentlich rausoperiert, aber das tut jetzt auch wieder seit 1-2 Monaten. Tut es, ne, jetzt, wenn ich Kopfschmerzen habe, habe ich auch, also meistens immer jetzt da, wo mein Aneurysma war, habe ich Kopfschmerzen. Ja. Und da war ich auch letztes wieder beim Arzt, ich muss da wahrscheinlich wieder in so eine Röhre rein, um MRT. Zu gucken. Das ist jetzt gerade das Einzige, was mich ein bisschen abfuckt, dass das Todesweh tut manchmal. Aber hattest du, also mal jetzt von deiner Krankheitsgeschichte, warst du wahrscheinlich sehr häufig im Krankenhaus und solche Sachen, ne? Digga, ich war sehr, also da gibt's. Ich war sehr oft im Krankenhaus. Wie alt warst du da so circa? Also wo das Ganze losging? 14. Ach so, ach krass. 14, 15. Und dann wahrscheinlich so bis wann hat sich das gezogen? Also wann hattest du das letzte Mal, dass du sagst so, also dass du wegen dieser Aneurysma-Sache im Krankenhaus 2019 wurde ich operiert. Ach, holy Ab shit. Da war dann nichts mehr eigentlich. Also seitdem ist eigentlich alles clean. Ja, davor hatte ich ja 3 epileptische Anfälle, immer wenn ich geschlafen habe. Und da hatte ich 3-mal immer Glück, dass dann jemand da war, der mich gerest hat. Was? Sag doch nicht gerest. Ja, aber es ist halt so, wäre keiner gewesen, dann wäre ich nicht auf dem Boden und wäre tot. Ja, check. Aber sag doch nicht resten. Ja, was denn? Ist das gottlos, wirklich. Ne, aber also es war wahrscheinlich irgendjemand von der Familie mal da, der dich saven konnte, so. Ja. Und dann, mein erster epileptischer Anfall hatte ich, ich weiß jetzt, ich muss das jetzt umschreiben, weil es gibt eine Story aus meinem Leben, die noch nicht public ist. Okay. Also wenn du die erzählen willst, kannst du erzählen. Nee, ich... Oder lieber... Auf jeden Fall war ich im Krankenhaus. Ja. War in einem Zimmer mit einem anderen. Das war der letzte Tag, wo ich da sein sollte. Und dann habe ich in der Nacht einen epileptischen Anfall bekommen. Und dadurch, dass der eine auch in meinem Zimmer war, hat er direkt Bescheid gesagt halt. Boah, und dann Alter. Haben die dann nochmal meinen Kopf gecheckt und haben gecheckt, okay, yo, der hat Aneurysma. Digga, holy shit. Ja. Wie kann man das irgendwie beschreiben? Wie fühlt sich so ein epileptischer Anfall an? Ich
hab gar keine Erinnerung. Oder schaltest du da quasi so komplett aus? Ich schlafe und dann wache ich auf einmal Ärzte vor mir. Das war dreimal jetzt immer das Gleiche. Ich schlafe, wach auf einmal richtig viele Leute im Zimmer. Ich krieg davon gar nichts mit. Holy shit, holy shit. Und ich hab dann auch irgendwie so Blut in meinem Mund und so. Wenn ich dann so liege, dann kann ich halt ersticken. Ja. Ach du Scheiße. Aber jetzt so seit der letzten OP ist das nicht mehr irgendwie passiert. Ist nichts mehr gekommen. So, alles fein. Okay. Ey, dann, Bruder, alles Gute, dass das bloß wegbleibt für die Zukunft, Digga. Ja, hoffentlich. Digga, das wäre, also. Holy shit. Das eine, was mich jetzt triggert, ist, dass ich halt nicht boxen kann, deswegen. Ja, Bruder, wolltest du boxen? Die haben mich gefragt. Also, ich habe ja einmal gegen Revi geboxt. Ja. Aber das war, da haben wir extra gesagt, nicht auf Kopf, aber erster Schlag ging direkt auf Kopf. Aber. Ja, aber was ist. Im Fight Night wurde ich auch gefragt, aber muss ich halt leider absagen. Ja, Bruder, mach nicht. Weil, guck mal, ich wurde tatsächlich auch gefragt. Du wirst gefragt? Ich wurde gefragt, ja. Die werden wahnsinnig. Aber ich hab abgesagt, weil ich vor einem Jahr erst Nasen-OP hatte. Also ich habe so Nasenscheidewandverkrümmung gehabt, so ich habe keine Luft gekriegt. Hätte so begradigen lassen. Sprich, wenn ich da wieder einen auf den Latz gekriegt hätte. Dann machst du nochmal einfach. Oder ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock auf die Schnauze zu kriegen. Mann, das ist. Ich habe keine Lust auf Boxen. Alter, ich habe so Bock darauf, aber ich kann einfach nicht, Digga. Aber du bist da, ne? Das weiß ich eigentlich nicht. Ich habe, glaube ich, mein erstes eigenes Event auch, wenn das da ist. Ja. Was machst du? Kennst du dieses Mr. Beast Video, Rote Kreis? Wo so 100 Leute in einem roten Kreis waren und der Letzte, der da bleibt, kriegt von dem jetzt 500.000. Aber man kriegt bei dir nicht 500.000. Nee, Bruder, von mir kriegt man keine. Wie viel kriegt man bei dir? 10.000. 10.000? Ja. Bruder, warum hast du mich nicht eingeladen? Ist so, Bruder, ich weiß nicht. Ist das mit Content Creatern oder ist das mit. Nee, eigentlich war geplant mit Viewern, aber ich will so. Dann will ich doch nicht. Ja, ich will so 5 Streamer oder so auch in den Kreis setzen. Aber kann sein, dass es doch erst nächstes Jahr ist. Okay, chillig. Ach, krass. Also, willst du auch mehr in die Richtung so ein bisschen mehr eigene Events machen? Willst du mehr auf IRL-Stream gehen oder willst du bei Gaming bleiben? Ich will mehr in die Richtung geiler Content gehen. Weil ja. Auf Twitch ist jetzt würdest so. Würdest du sagen, jetzt ist kein geiler Content? Bei mir? Mhm. Ja, ich versuch's. Aber bei Twitch ist jetzt gerade wieder so eine Lücke. Ja, voll. Die man füllen kann mit Content, weil jeder einfach. Jeder macht, kein Content jeder macht Sabaton Frank Rosin. Ja, jeder macht Sabaton, reacted nur. Oder. Digga, was ist das eigentlich für ein wilder Arc geworden? Dass man jetzt anfängt, so ich hab so Stegi, der restreamt so den Stream von Dilara. Ja, der restreamt Streams, ja. So, das hab ich ja, hey, wann ist das passiert? Ja, der hat auch Alexis, die hat irgendwie so IRL-Streams gemacht für so eine Woche. Ja. Der hat auch jede Minute von diesem Stream geschaut und hat dann auch so Bingo gemacht und so. Romatra schaut dreimal Frank Rosin hintereinander, hat alle Folgen schon gesehen. Der ist schon in der zweiten Runde, ne? Ich glaube in der dritten schon, oder? Digga, guckt dir zum dritten Mal alles von Rosin durch. Oder kann sein, dass es noch in der zweiten ist, ich weiß nicht. Digga, es ist auch dieser Rosin-Arc, ist mir auch viel zu viel. Ich verstehe es gar nicht. Ja, ich hab das Gefühl, guck mal, seitdem ich aufgehört habe mit Twitch, so, bin ich so komplett raus. Ich verstehe gar nichts mehr, was passiert. Ja, Bruder, ich verstehe auch nichts mehr. Aber ich denke mir, das ist jetzt gerade der leichteste Arc, um Twitch zu machen. Oder? Ist doch so. Wenn du Streamer bist, dann ja. Ja, weil das ist ja, du musst ja nur noch React-Content machen gerade. Ja, aber das ist scheiße. Ja, weil das ist die Kacke, weil keiner hat so richtig Turn mehr auf Gaming. Ja, also ich bin mir sicher, dass das wieder zurückkommt. Bei Gaming gibt es halt auch gerade, also ich bin mir sehr sicher, dass hier, ihr habt es gehört, November wird der Gaming-Arc. November ist Craft Attack, okay. November ist Fortnite. Ja. Chapter 1 Map kommt wieder. City Skylines, Bruder. Was? City Skylines, Digga, was laut? City Skylines, Beste. Das war mein Main-Game. Kennst du City Skylines? Ja, nee, ey, wie alt bist du nochmal? Ich bin 7 Jahre älter als du. Ja, das merkt man. Wie so ein. Digga, ich sehe so ein Rentner. Nee, aber Digga, ich sag, Fortnite wird krass nächsten Monat. Meinst du Fortnite? Digga, Fortnite, die alte Map kommt wieder. Boah, ich fand Fortnite immer kacke. Echt? Ja, ich habe Fortnite nie gefühlt. Ja, Opfer. Ich habe nur für die Views gespielt. Nee. Oh, das wurde mir vorgeworfen. Ehrlich? Was, wenn wir schon bei Reactions sind. Ja. Ich habe so ein Kiss Alpha kennen. Ja, so, ja, mein Vlogger. Ja, klar. Der hat letztens so ein Video gemacht über Reactions-Streamer. Ja. Und hat mich da auch da reingepackt. Warum dich? Weil er hat mich kritisiert, weil ich Leute nicht verlinkt habe,
ich habe so einen Reaction-Kanal, ja. Da wurden manchmal Leute nicht verlinkt. Okay, den Punkt gebe ich ihm, das stimmt. Ja. Habe ich jetzt geändert wieder. Aber zwei Sachen hat er gesagt, die halt nicht, also die ich, wo ich finde, die nicht stimmen. Eine Sache war, ich würde nur auf Videos reagieren, wo ich wüsste, dass die Klicks bringen dann bei der Reaction. Stimmt nicht. Aber kann ich kurz einwerfen? Ja. Selbst wenn es stimmen würde. Ja, so, was wäre schlimm dran? Na und? So, ist doch, hä? Aber stimmt nicht. Ist doch nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm, aber... Also wenn es so wäre, es ist ja, du sagst das selber, es ist nicht so, aber wenn es so wäre, ist doch egal. So, ich glaube, es machen alle, oder? Also jeder guckt doch, du guckst so interessanten Content. Nee, also guck mal, das Ding ist, in meinem Kopf habe ich nicht mal den Reaction-Kanal im Kopf. Also ich guck da auch gar nicht. Das ja, macht, du guckst das einfach, macht irgendwann, du guckst einfach, was dir vorgeschlagen ja, wird. Ja, ich guck, also in meinem Kopf ist immer, okay, was ist cool für Stream? Ja. Nicht für das Video. So, und ich gehe mal von aus, wie es bei den meisten Streamern ist, dass... jemand externes sozusagen den Kanal betreut. Ja, genau. So, und der zieht dann einfach so die VODs raus und ja, genau. Macht da Content raus. Und der dritte Punkt war, ich würde zu wenig Input reingehen, weil er geguckt hat, wie lange meine Reaction geht auf YouTube und wie lange das Originalvideo geht. Ja. Und da waren teilweise irgendwie so 30 Sekunden nur Ding. Ja. Aber das Ding ist, bei mir wird halt... Also aber ihr schneidet es ja auch runter, oder? Ja, genau. Also ich rede richtig viel im Stream, ja. Aber es wird halt auf YouTube komplett runtergecuttet. Digga, da wird teilweise das Originalvideo weggecuttet, weil es halt irgendwie so ein langweiliger Part war oder so von ja, dem Originalvideo. Ich meine, ist ja fein. Ich meine, ich war nie so krass Fan von dem Reaction-Ding, aber es gehört einfach zu diesem Stream-Ding mittlerweile dazu. So, das hat Simon einfach so. Simon ist einfach so der Grund, dass dieses Reaction-Ding ja. So groß geworden ist, weißt du? Und jetzt ist er weg. Jetzt ist Simon Unges weg. Weißt du, was krass wäre? Wenn er wieder Simon kommt. Unge. Was? Ja, aber Simon Unge in der Corner. Alter. Meinst du, er würde machen? Bro, dann müsstest du schon zu ihm gehen. Ja, safe. Also ich habe sowieso geplant, nach Madeira aber zu gehen. Aber warte lieber noch, Bro. Der hat gerade seinen Gym-Arc. Meinst du? Weißt du, er will bufft in die Corner. Digga, ich sag, der kommt auf jeden Fall wieder. Also der streamt ja gerade, ne, auf Englisch. Ja, genau. Aber ich sag, der kommt auf jeden Fall 100% wieder mit deutschen Content und wird ripped as fuck sein. Meinst du, er macht so vegan KLS-Pumper-Content? Nee, so, er kommt zurück, er ist Kante. Na, also er wird auf jeden Fall zurückkommen, es wird ripped sein. Weil der geht jeden Tag Gym. Ja, ja, aber er hat ja auch, er ist ja nicht weit. So, er hat ja eigentlich ja, Gym. Ja, der hat eine Halle, Bruder. Ja, ja, ja. Das, Digga, warst du schon auf diesem Hof, warst du schon ich bei war ihm, schon ne? Da, ja. Digga, ich war noch nicht da. Ich war das letzte Mal auf Madeira, da sind die alle gerade hingezogen. Ich war 2019 da, ja. 2019. Ich habe meinen Geburtstag damals auf Madeira gefeiert. Das war krass. Da bin ich, weißt du, wie alt ich da geworden bin? Wie? 23. 23? Ja, Mann. Auf Madeira. Warte, habe ich das gerade. Warte, das kann nicht sein. Doch. 2019, 23 erst geworden. Digga, ja. Wie? Ja, ja. Digga, 2019 ist so lange her. What the fuck? Ja, ich bin jetzt 27. Ich bin älter als Kevin. Ich bin zwischen Rezmann und Kevin. Ja, ich bin scheiße alt geworden. Digga, ich hab ja mit Twitch. Müsste ich so, ja, 21 gewesen sein, als ich angefangen habe. Ja, 21, 2017. Ja, ich 11. Digga, ist halt gottlos. Naja, nee, falls er gerade hier ist, weil wir haben ja vorhin geredet über, wann man angefangen hat mit ja. Dings. Bruder, wichtiger, wann hast du angefangen? Wann hast du angefangen? Egal. YouTube. Da hast du wann mit YouTube wahrscheinlich vorher angefangen. Wann hast du angefangen mit YouTube oder Twitch am frühesten? Digga, ey, seid ihr krank? Digga, das ist in der Minecraft-Szene so, Bro. Digga, das finde ich so crazy. Das ist ja, aber auch, nee, aber wie, heavy, aber war Fabo damals auch so, ja, so ein Fabo Kiddie? Safe, oh, ja, safe. Also ich weiß, dass Pixelwolf, Supreme FX ja. Damals, dass der auch ein Kiddie war. Ja. Bruder, das war aber auch die Zeit so 2011, ich meine, wie alt warst du da? 2011? Ja, keine Ahnung. Boah, jetzt muss ich 7, 8. Digga, das ist so geil. Digga, das ist ja, oh mein Gott, ey, 2003 geboren, weißt du, ich rechne immer so, damit ich das so einordnen kann, ich rechne das immer so, 2003 war so ein Jahr später EM Portugal-Spanien. So, ich rechne immer so in Fußball-EM und WM. So, ja, check. Und dann denke ich halt immer, wie lang das her ist. Bruder, 2004 war ich 8 Jahre alt. Du? Ja. Alter, du bist scheiße alt. Hör auf, Hugo. Du bist ja 1900 geboren. Nein, 1996.
Ja, 1900. Digga, ja, du hast diese 19, Digga, das ja, ist krass. Ja, ja, ich hab die 19 davor. Aber ja, jeder, Kevin auch. Jeder, der 19... Oder fast jeder von uns hat 19 davor. Ja, aber nur, jeder, nur der... Nur ihr nicht, weil... Für also mich, jeder, der diese 19... Ist Rentner. Das ist ein Ritter für mich. Nein, wirklich, ist so. Ist so. Digga, Digga, so Mittelalter. Ist aber so ein Ritter. So, für mich kam der Switch mit Internet und Farbe und so erst bei 2000. Oder was? Digga, sagt einfach Ritter. Ja, was denn? Ist aber so. Digga, wir haben so Führerschein auf Kutsche gemacht. Ich schwöre, habt ihr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 1990 Autos gab. Kann ich mir nicht vorstellen. Geht nicht. Bruder, chill mal, Alter. Bruder, oh Gott. Checkst du aber wichtiger, oder? Das geht so hart. Das geht so hart einfach. Das tut mir leid, ganz kurz. Oh. Trink Wasser. Ja. Oh. Einfach Ritter. Ja, Mann, Digga. Aber du checkst das doch auch. Bruder, wann war Ritterzeit? 1900. Also, ey. Oh, fuck. Oh mein Gott, Junge. Oh. Boah, ey, Hugo, da hast du mich gerade richtig rausgeholt. Er sagt Ritter. Boah, krank. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Korsett gebracht. Wie weit sind wir? Oh. Okay, okay. Ich wollte nochmal auf eine Sache kommen. Ich meine, wie hat sich das für dich quasi so angefühlt? Ich meine, nochmal zurück auf diese Zeit, wo du richtig groß geworden bist. Beispielsweise, wo du dann auch präsenter, ich sag mal, bei anderen Content-Creatern warst. Hattest du so ein Gefühl von der Szene, weil das war so teilweise mein Eindruck, okay, wir nehmen jetzt Hugo rein, weil Hugo gerade Klicks bringt, oder wir nehmen Hugo rein, weil wir Hugo gerne mögen? Was war jetzt die Frage? Das ist die Frage, wer hast du dich, gabst du Punkte, wo du sagst, okay, nutzen die mich jetzt aus für Klicks, oder ist es so? Da habe ich null dran gedacht. Ich dachte immer, also für mich dachte ich immer so, ja, Leute laden ein, weil die halt Bock haben, so, also ja. Mögen und so. Aber hast du im Nachhinein dachte, so bei manchen so den Eindruck, dass vielleicht sowas war? Ja. Ja? Ja, ich glaube schon. Und ich dachte. Sag wer, das ja. Aber ich dachte auch immer, dass so alle YouTuber-Streamer so Homies sind und so. Ja. Aber Bruder, ich wurde komplett enttäuscht. Das ist, guck mal, das ist das Learning, was glaube ich jeder kriegt, der so ein bisschen dann in die Szene reinkommt, also und ich so Reichweite bekommt. Das lernt jeder, der YouTube geguckt hat und jetzt selber. Genau, genau, ja. genau. Weil ich hatte früher auch die Vorstellung, Bruder, Köln ist so das gelobte Land, so ist das yeah. Geilste hier. So alle chillen so miteinander und alle sind cool. Oder Madeira. Also, das war damals diese Waititi-Zeit. Ja, Madeira, guck mal, was ja, Madeira. Da denkt man aber auch, dass alle Streamer, die da sind, dass die so rumhängen und so, jeder, ist aber nicht so. Jeder macht für sich. Ja, jeder macht für sich. Und deswegen sind die auch alle so krass. Jeder arbeitet für sich, ja. und die laufen alle. So beispielsweise, ich glaube, Nareef beispielsweise hat dieses Madeira-Ding übel gut getan, weil die komplett durchhasseln ja, konnte. Ja, safe. Und Reef ist ja auch ultra krass. Ja, Reef ist geil. Also Reef, also wenn ich Top-Streamer sagen muss, Kevin auf der 1. Ja. Reef auf der 2. Also ich würde sagen von den Frauen her 100%. Ja, Reef Top 1, 100%. Ja, safe. Und ich würde sogar sagen, so kann compare zum internationalen Game. International? Boah, ich muss überlegen. Ja, doch. Ich glaube, also Top 3 auf jeden Fall. So von der Struktur her und so. Ja, die hat Content und reactet nicht den ganzen Tag. Ja, eben. Ja, yeah. Vor allem, ja, ich meine, gut, sie macht viel Format und ich glaube, verhältnismäßig wenig Gaming. Ich habe jetzt aber auch, ja, ich bin, seitdem ich von Twitch weg bin, gucke ich selber auch gar nicht mehr so krass viel. Ich finde dieses... Also, ich chatte nur rein, um abzufucken eigentlich. Ja. Yeah. So, bei dir beispielsweise. Aber ich finde, man muss kein Gaming machen für Content. Wenn man guten anderen Content macht, ist es ja völlig egal. Und das ist ja genau das auch, was Twitch so ein bisschen will, so Content öffnen und nicht ja, weil nur Twitch, die pure Gaming. Twitch ist nicht mehr Gaming. Nein, schon lange nicht mehr. Aber also bei Reef, die hat geilen Content auch ohne Gaming.
Ist und auch so. Reacted, also sie reacted auch, aber halt ein bisschen, ne? Bisschen ja. Kann man reacten. Aber sie hat. Die macht. Digga, ich check nicht, wie die das macht. Die hat so die ganzen Formate, die. Ich hab mal bei ihr gesehen, die hat so Kalender, die plant alles, Digga, das ist so das, krank. Das ist das, was ich meine. Ich hab immer gesagt, weißt du, was Reef ist? Ein Strukturschwein. Ja. Ja, die Struktur, die ist so krass durchgeplant und durchgetaktet und sie macht's, glaube ich, so krass wie kaum jemand anders. Ja, so. Kevin. Kevin auch krass. Ja, aber Kevin ist auch, ich glaube, da macht Lena viel Struktur auch. Ja, das stimmt, aber er ist halt auch aber krass. Kevin ist halt als einer der Ersten, die so eine Szene mit aufgebaut haben, safe, würde ich auch immer sagen, so der krasseste. Ja, ich sage auch immer, so Lieblingsstreamer, krasseste Streamer Kevin. Ist auch so. Und wer das leugnet, ist ein Keck, Alter. Ja. So, und dann, pass auf, für mich kommt auf 1 Kevin, dann kommt Let's Hugo. Nee, ich finde meine Streams gar nicht so geil momentan. Ehrlich? Ja. Also ich habe ja keine Ideen, Bro. Okay. Und ich bin momentan eher, ich habe ganz, ganz schwierige Phase momentan. Ich bin irgendwie am Überlegen, yo, ist YouTube vielleicht was für mich? Ich mache den Vlog-Arc, Bro. Was meinst du, den Kevin? Nein, den Vlog-Arc, den Kevin letztes Jahr ja, hatte? Bruder, ich sag dir aber ehrlich, der hat übel Spaß gemacht. Ja, also ich fand war das, auch geil. Ich meine, ich war immer nur so als quasi, so, ich gehörte ja nur zu diesem Vlog-Cast, also ich war ja immer nur so mit dabei. Ja. Yeah. Aber Digga, das hat übel Bock gemacht, die Vlogs zu produzieren. Das war mega witzig. Aber ich glaube, für ihn war auch stressig, weil ja, ich habe gehört, dass sie irgendwie teilweise 10 Stunden da irgendwie nur rumsaßen und einzelne Sachen immer geändert haben. Oder weißt du, für wen stressig war? Für Miguel. Ja, oder? Miguel wurde da totgeschuftet, Alter. Dieser arme Brite, wirklich. Die haben den armen Briten haben sie da richtig durchgezogen. Aber ich glaube, das hat ihm geholfen, der Vlog-Arc. Ja, voll, voll. Und ich meine, jetzt ist er ja wieder zurück und ja. Ich glaube, er ist... Also Kevin ist ja krasser denn je, so. Ja. All in all. Aber ich glaube, ich würde keine Vlogs machen, ich würde mehr so, ich liebe die Videos von Mr. Beast. Ja. Und ich glaube, ich... Meinst du in die Richtung? Ich will irgendwie, weil es aber gibt, ich glaube, es das gibt keinen in Deutschland, der in die Richtung irgendwie geht. Keinen. Gibt's nicht. Ich meine, was ist das, was Mr. Beast so erfolgreich macht? Ist das, weil er wahnsinnig viel Geld latzt? Nein, und gute es ist Videos nicht wegen Geld. Er hat ja auch mit null angefangen. Ja, safe, aber er hat auch immer krass investet. Ja, er hat ganze Geld, was er bekommen hat, hat er wieder investiert in Videos. Ja, und beziehungsweise hat es immer investiert so in, erst in Produktion und in Preisgelder. Ja, der, ja. Oder er hat ja auch die Sachen halt. Aber wenn du jetzt beispielsweise, das finde ich ja so krank, so ein Mr. Beast lädt ein Video hoch und das hat innerhalb von 12 Stunden so über 10 Millionen Views. Ja, aber ich glaube, jetzt ist noch krasser, weil er jetzt... Also man kann ja so Audio-Tracks machen bei YouTube, dass dann auf verschiedenen Sprachen die Videos laufen. Du kannst in den Einstellungen einstellen, yo, Japanisch, und dann redet er auf einmal Japanisch. Und deswegen kann jetzt die ganze Welt sozusagen seine Videos schauen. For real? Ja. Hä, aber ist das so ein KI-Ding oder wie? Nee, er hat Synchronsprecher, aber ich überlege auch, meine Videos zu übersetzen auf Englisch. Ja. Und das würde ich dann mit AI machen. Let's Hago. Nee, musst ja nicht neuen Kanal. Du ja, kannst ja, ja einstellen, dass deine Titel auch. Ja, aber die sagen dann so, let's Hugo, let's Hago. Ne, let's Hugo, glaube ich. Let's Hugo. Let's Hugo. Oder Shugo ist aber auch ein cooler Name. Shugo? Nee, das ist wie Shigo, aber ja, als Mann. Ja, Shigo, aber da bin ich die Lara, Digga. Bruder, ist doch heiß. Stimmt, hast recht. Also, wer heiß, wenn du so ja, ja, Shigo-mäßig bist. Ja, ja, genau. Ich kriege mich im Kopf und Kragen, Digga. Sorry. Ja, ne? Du musst die Lara sagen, dass sie auch mal in die Corner kommen muss. Boah, das, Alter. Weil die Lara, guck mal, ich kenne zum Beispiel die Lara noch nicht. Ich habe sie noch nie. Doch, ich habe sie einmal Experience Party getroffen. Wo aber meinst du, die bei den Rucksäcken gepisst wurde? Das war ich. Warst du das? Nein, bei Gott. Ja. Aber ich habe versucht rauszufinden, aber. Na. Warst du das, Hugo? Ich war da gar nicht dabei, ich bin dann nach Hause gefahren wieder. Stimmt, du warst gleich da. Warum? Ich wurde geblitzt. Ich wurde jetzt jedes Mal, wie? Wo ich in Köln du wurdest geblitzt und bist wegen dem Blitzer nach Hause gefahren? Nein, oder wurdest du auf Rückweg geblitzt? Ich war auf dem Weg nach Hause und wurde dann geblitzt, wo ihr auf der Party wart. Ich wurde jedes Mal bis jetzt vom Rückweg nach Köln geblitzt. Hä, aber wie ist das Strafensystem in Luxemburg? Kriegst du auch Punkte? Kriegst du dafür Deutschland Punkte? Wenn ich hier geblitzt werde, kriege ich keine Punkte, weil ich Ausländer bin. Digga, du, das ist ja das übel ist so OP, geil. Weil ich wurde, mein Rekord ist bei Blitzer 36 km/h drüber. Digga, das. Ich glaube, das ist Führerschein abgeben, oder? Also in Deutschland hätte ich jetzt fetten Punkt bekommen, wäre ich Deutscher. Nein, Bruder, du hättest 2 Punkte bekommen, glaube ja, ich. Ja, kann auch sein.
Aber also ich bin Luxemburger. Pass auf, ich hab, glaube ich, 20 km, das war mein Rekord, 20 km zu schnell, hab dafür einen Punkt bekommen. Dafür habe ich einen Punkt bekommen. Sagst du cringe, Digga? Ich wurde auf der Gamescom wurde ich einmal geblitzt und als letzte hier war, wurde ich zweimal in a row geblitzt. Digga, krank. Aber war teuer? Weiß ich noch nicht. Das muss ich also ist das also nicht angekommen? Der Brief ist angekommen, aber ich musste mich da irgendwie melden. Also, ist schon, also normalerweise, ein Brief ist angekommen, das war 120 Euro. Ja, oh Bruder, ist aber da war ich 22 drüber. Hast 220 Euro gelatzt. Und bei dem anderen, da musste ich mich erstmal bei irgendwo einloggen. Ich glaube, das wird noch krasser. Meinst du? Digga, das wird. Du musst dich einloggen. Bruder, erstens bin ich 36 km/h drüber, zweitens wurde ich ja zweimal geblitzt in a row. Oh mein Gott, Digga. Das wird geisteskrank. Kann sein, dass ich einen Monat Fahrverbot kriege. Ja, ja, dass sie dir den Führerschein abrippen. Nee, Führerschein. Bruder, aber dann machst du einen Monat Japan und kommst dann wieder und machst den Führerschein wieder. Also ich Monat, es kann sein, dass ich einen Monat nicht mehr hier fahren darf. Aber juck, Digga, dann chill ich halt einfach in Luxemburg. Dann chillst du halt in Luxemburg, machst Sabaton. Oder ich travel halt mit Zug oder Flugzeug. Ja, fährst woanders hin, ist doch egal. Ja. Juckt. Ja, was wollt ihr, hä? Deutschland. Bruder, mach doch nicht Ansage an Deutschland jetzt. Pass auf, wir kommen zum letzten Punkt. Okay. Aber es war bis hier sehr schön mit dir, Hugo, möchte ich sagen. Ja, war schön, war nur kalt ein bisschen. Ja, aber es ist auch. Ist egal. So, das ist, wenn man in die Corner kommt, ist halt kalt. Ja. Bist auch selber schuld dran. Pass auf, wir haben das Cornerbuch. Ja. Weißt du, was das Cornerbuch ist? Nee. Ist wie Freundebuch quasi. Ja. Ist gut? Muss ich meine Nummer da reinschreiben? Nein, nein. Willst okay. du? Okay, Gott sei Dank. Ich hab deine Nummer doch. Schreib ich selber rein. Also, wir machen das Cornerbuch. Und das Cornerbuch ist quasi so, wie mein Freundebuch für alle, die in der Corner waren. Ja. Yeah. Dadurch, dass jetzt neue Corner-Staffel angefangen hat, bist du Erster. Was? Du bist Erster jetzt. Das ist ja neue Corner-Staffel. Weil wir laufen jetzt über öffentlich-rechtlich Rundfunk, unter Funk, ja. Und ich bin der Erste in der neuen Staffel. Du bist der Erste in der neuen Staffel. Boah, Hugo, das ist große Ehre. Das ist große Ehre. Ja, das ist krass. Freust du dich? Wer war der Erste allgemein? Erste allgemein von Core, Varion. Kennst du Varion? Varion, ja, kenn ich. Ja. Der war der Allererste. Und dann war, ich weiß gar nicht, kriegen wir alle noch zusammen? Dann egal, Jody Calusi, Romatra. Romatra war auch bei dir? Romatra war auch, ja. Was war Kevin schon bei dir? Kevin war schon. Okay. Rezmann war von der letzten. Boah, also, weißt du, wer auch krass wäre? Ne? Richtig random Revi. Revi war schon. Echt? Ja, ja. Ich pass auf, wir haben sogar, ich habe sogar mit Revi drüber gesprochen. Schon, Alter. Ich habe sogar mit Revi drüber gesprochen über eine Corner mit dir. Und der hat gesagt, ich soll Fidget Spinner für dich mitbringen. Digga, ich schwöre, da hättest du machen sollen. Ja? Ich zappel hier die ganze Zeit rum in meinen Beinen. Warum? Ist so Fidget Spinner, ist das so? Ich brauche irgendwas, brauche ich. Okay, nächstes Mal, wenn wir machen, so in einem Jahr oder so, dann schauen wir, was du umgesetzt hast, ja? Und dann machen wir nochmal Corner und dann hole ich dir Fidget Spinner, okay? Ja, wenn du dran denkst. Mach ich. Okay, Corner, wir fangen an. Name, Hugo. Hugo. Aber Hugo ist dein richtiger Vorname, ne? Ja. Digga, geil. Hast du einen Spitznamen? Hugi? Meine Mutter nennt mich Gügi. Gügi? Gügi. Süß, aber. Ja. Warte mal, aber auf welcher Sprache sprichst du mit deinen Eltern? Luxemburg. Luxemburgisch? Ja. Letzeburg. Luxemburgisch. Wie, aber Luxemburg, also Luxemburg wird doch auf Luxemburgisch irgendwie anders geschrieben. Letzeburg. Ja. Bruder, wie viele Sprachen sprichst du? Deutsch, Luxemburgisch, Englisch, ne? Aber Französisch auch, ne? Französisch verstehe ich 100%, aber reden nicht so krass. Digga, ist ja geisteskrank. Bruder, du sprichst mehr Sprache als ich. Ja, aber das ist halt Luxemburger, die müssen halt. Weißt du, was ich spreche? Was? Deutsch, Englisch und Tacheles. Tacheles? Tacheles. Was ist das? Was ist Tacheles, Digga? Egal. Okay. Alles gut. Ich habe angefangen, Dänisch zu lernen. Dänisch. Warum? Bruder, ich komme noch von oben, von Norden, wo Dänemark ist. Dänemark, Bro. Das ist voll geil. Aber ich kann noch nicht. Digga, gut. Ich will Japanisch können. Japanisch, ja, ist Japanisch. Dann ich glaube, es ist cool, Anime, wenn man es kann, nicht aber. Mehr mit Titel lesen. Aber alleine für den Stress, das zu lernen, hätte ich keinen Bock. Ja, du bist ein Lacher, falsche Mindset. Hast recht, sorry. Also Gügo war. Gügi. Oh, echt süß. Wie soll man dich am besten nennen? Hugo einfach. Hugo. Arschloch. Wichser. Wann hast du Geburtstag, Hugo? 22.04.2003. Du, 22.04.? Ja. Hä? Warte mal, ich glaube, Mike hatte auch Geburtstag, Zabex. Am 20.04.? 22.04. oder 20.? 22. Ich glaube, Mike hat auch am 22. Naja.
Das wäre krass. Hä, muss ich gleich kurz checken. Ich ruf. Ja, auf jeden Fall in dem Dreh. Vierter? Ja, ich habe ja auch im April. Echt? Oder, wir sind Widder. Nee, ich bin Stier. Du bist schon Stier? Ich bin Stier. Cringe. Krass, krass cringe. Gut, dann haben wir Sternzeichen auch geklärt. Bruder, weißt du deinen Aszendent? Mein was? Hast recht. Was ist dein Lieblingstrinken? Was trinkst du am liebsten? Fanta? Fanta on top, Digga. Aber gibt auch andere Sachen wie River Sprite und River. Nee, alles. Limonade, du trinkst keine Limonade. Nee, Fanta. Freeway. Auch nein. Sehr gut. Scheiße, Fanta. Nein, Bruder. Boah, du machst mir schwer, ich sag ehrlich. Du machst mir schwer. Bruder, jetzt hör auf, das zu sagen. Warum? Bruder, ich muss hier Flaschen abkleben und so. Für Ach so. Das. Ja, so orangene Flüssigkeiten. Sag nochmal neu, was ist dein Lieblingsgetränk? Orangene Flüssigkeiten. Kannst auch einfach Limonade sagen, Bruder. Limonade, sehr gut. Das war scheiße. Was war denn mal richtig unangenehm? Boah, no joke, ich habe keine Ahnung. Mir ist nur was richtig, also für mich richtig Unangenehmes vorgestern passiert oder gestern, glaube ich. Was passiert? Ja, das ist, wenn ich das jetzt erzähle, über low, Bro. Aber ja. War mir unangenehm. Ich habe so eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Kennst du? Ja, ich kenne WhatsApp-Gruppen, ja. WhatsApp-Kanäle heißt das, glaube ich. Wenn so YouTuber so WhatsApp-Kanäle machen, wo Viewer rein können. Ach so, dieses neue Ding, ja. Ja, genau. Hast du gemacht? Habe ich gemacht. Ich wollte das Mod bei Twitch den Link so an den Chat pinnt. Ja. Das, den man immer sieht. Dann habe ich gesagt, yo, ich schick mal kurz in den Chat rein. Aber ich war halt auch im Call gerade mit anderen Leuten, wo Kevin auch drin war. Ja. Und der hat halt gerade geredet und irgendwie war ich in meinem Kopf, okay, ich gehe jetzt in Kevins Stream rein und schicke ihn da rein. Und ich habe das ist über low jetzt, aber ich habe diesen WhatsApp-Gruppen-Link, weil er das auch gepinnt hatte bei sich, habe ich meinen in seinen Chat geschrieben. Also sozusagen habe ich Werbung bei ihm gemacht. Digga, das ist und dumm. Das war mir unangenehm, aber das ist halt über low. Oh mein Gott. Aber sonst fällt mir nichts anderes ein, was mir unangenehm war. Okay, easy. Aber was, Digga, das ist ja komplett lost. Ja, keine Ahnung. Aber kannst du da einfach dann reinschreiben und Leute können das lesen, oder wie? Ja, ich habe mit Kevins Chat einfach oder kannst du, aber, nee, aber mit, ach so, in der Gruppe? In diesem WhatsApp-Gruppen. Ja, das ist so, als würde ich mit mir selber reden, einfach nur, dass halt Leute das sehen. Also gibt es quasi so ein Newsfeed raus. Ja, also ich habe jetzt gerade vor. Das ist wie so quasi so auf Twitter. Ja, genau. Ach, okay, krass. Nur, dass sie ja halt nicht drüber schreiben können, sondern nur irgendwie ja, mit so. Ja, besser wäre es auch wieder abfangen. ja, doch. Was findest du richtig scheiße? Dich. Schön, danke dir. Und ehrlich, was findest du. Was nein, ich richtig scheiße finde? Hast du mich, Hugo? Nein, Bro. Okay, Bro. Ich weiß nicht, was ich richtig scheiße finde. Mm. Twitch Deutschland. Tschüss, Digga. Was magst du? Was sonst richtig geil? Nee, Twitch Deutschland Community. Okay, check. Bruder, aber auch hart. Nee, ist hart, aber ist ehrlich. Ich mag, muss ich jetzt sagen, ne, an Kevins Community ist krass, meine ist krass, Reefed ist krass und die ganze Bubble da ist krass. Rest Dreck, sagst du? Hä? Rest ist Dreck, sagst du? Nein, aber, Digga, ich weiß nicht, die Deutschen sind irgendwie, die sind so. Wie sagt man, Bro? Zu steif, Digga, keine Ahnung. Bruder, ich wurde gebannt unter dem Tweet. Ach, Digga, endlich ist der Wichser weg. Der verdummt doch nur Kinder und so und sowas. Ja, das machen wir alle im Endeffekt. Ja, aber guck, oder wenn ich so rumschreie, fuck die das immer so ab. In Amerika, Digga, ist das alles komplett normal. Ja, in Amerika würde ich mich, glaube ich, richtig wohlfühlen. Ja, weiß ich nicht. Weil die Community, die sind, Digga, wenn ich irgendwie irgendwas. Ja, kann sein, dass es vielleicht von der Mentalität ein bisschen anders ist. Ja, die Deutschen sind halt, die wollen, dass man über, keine Ahnung, Mathe redet, Bro. Ich weiß nicht, Ich glaube nicht, dass die deutsche Community will, dass man über Mathe nein, redet. Nein, aber die, also, ne, nicht alle, nicht alle, aber. Wer ist das für dich, ein Mathe-Stream? Was? Mathe-Stream, so Mathematik? Frag ihn da hinten, Digga, der macht seine Hausaufgaben als Stream. Wirklich? Ja. Digga, wichtiger, du bist der letzte Mensch, ehrlich, ist das ehrlich. Okay. Was magst du richtig gerne? Dich. Boah, geil. Genau, Bruder, ich küsse dein Herz, danke dir. Genau, richtige Antwort. Hast du eine Lieblingsbeleidigung? Hurensohn. Sehr schön. Das würde ich machen, wenn ich kein... Das finde ich sogar interessant. Das würde ich machen, wenn ich kein Twitch-Streamer wäre. Also jetzt beispielsweise so battlen. Beruflich. Darf man das sagen? Battlen? Ja. Bruder, no joke, ich habe keine Ahnung. Ehrlich? Wirklich nicht. Hattest du Berufswunsch so als Kind? YouTuber. Ehrlich? Ja? Bruder, dann bist du, weißt du, du gehörst zu dieser Generation Kids. Du bist die erste Generation, die so sagt, sie will so YouTuber werden.
Also ganz, ganz, ganz am Anfang, da war ich aber jung und da checkt man eh nichts, wollte ich verfickt nochmal Grundschullehrer werden. Digga, aber ist auch stark. Ja, ist auch chillig, glaube ich. Man kriegt auch viel Geld. Ja. Aber irgendwann habe ich rumgeswitcht auf YouTuber. Kriegt man viel Geld als Lehrer in Luxemburg? Ich glaube schon, ja. Boah, Alter, ich glaube, man kriegt mehr als in Deutschland. Ja, 100%, ja. Oder? Ah, scheiße. Ich hab auch mal auf so einem, ich habe so einen Zettel geschrieben. Ja. Ich will YouTuber werden, hab den im Garten vergraben. Hast du ihn wiedergefunden? Ne, der ist wahrscheinlich schon aber weg. Aber ist in Erfüllung gegangen, ist Bruder. Ist in Erfüllung gegangen. Also weißt wenn du, ihr, man muss so dran glauben. Ja, wenn ihr Träume habt, schreibt auf Zettel drauf und vergrabt in eurem Garten. Das ist so deine Hugo-Weisheit jetzt. Ja. Aber ist gut, Bruder, ich finde gut, ist so manifestieren. Ja? Ja, ist stark. Was ist was keiner weiß über Hugo? Bruder, ich bin ehrlich, ich habe alles in meinem Leben geleakt. Ja, ne? Ist alles also durch. Es gibt halt Sachen, die kann ich halt nicht sagen jetzt. Okay, dann solche Sachen. Check. Okay. Hast du einen Lieblingssong? Boah. Weil wir machen so Playlists jetzt. Wir machen so Playlists. Und da kommen die besten Corner-Songs drauf. Jetzt musst du deinen Lieblingssong sagen. Fällt dir einer ein? Oh, Viva la Vida. Digga. Übel guter Call. Holy shit. Stark, Hugo. Der ist krass. Mega stark. Hast du noch eine letzte Weisheit für alle? Wenn ihr hinfällt, fallt, keine Ahnung, dann steht wieder auf. Und das ist das letzte Wort gewesen aus dieser Corner. Hugo, ich bedanke mich. Es war sehr, sehr schön mit dir. Ja, war geil. Sehr, sehr schöne Folge. Ich küsse dein Herz. Ich deinen auch. Was sollen die Leute in die Kommentare schreiben? Wer soll als nächstes in die Corner kommen? Wen wünschst du dir in der Corner? Simon Unge. Ja doch, Simon Unge wäre geisteskrank. Aber kriegst du nicht ran, Bro. Kriegst du nicht ran. Nein, 100% nicht. Bro, also vielleicht in einem Jahr, wenn er wieder ein Comeback macht, aber bevor er kein Digga, wenn du das hinkriegst, ich geb dir 100 Euro, Bro. Wenn du es hinkriegst, wenn er noch keinen richtigen Comeback gemacht hat. Okay. Wenn er noch kein richtiges Comeback gemacht hat und du es hinkriegst, in die Corner reinzuholen, 100 Euro, Bro. Dann krank. Kriegst du auf gar keinen Fall hin. Okay, ja, glaube ich auch nicht. Ey, aber Bruder, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Wenn ihr mehr zu Hugo sehen wollt, findet ihr hier das Interview bei World Wohnzimmer mit Hugo und hier drunter ein weiteres Video aus dem Funkkosmos. Und bis dahin, macht's gut, euer Henkmann. Ciao.